Es gibt Dinge, die sich nicht ändern lassen, weder staatlich verordnet oder gesellschaftlich vorgeschrieben. Was wir sind und was in uns ist, ist das Ergebnis von tausenden von Jahren im Überlebenskampf der Menschheit. Von André Erik Keller. Ich bin in der hervorragenden Lage, das schreiben zu können, was ich denke. Ob es gefällt oder nicht, was meinem Kopf entspringt und in die Tiefe des Internets eindringt, kümmert mich einen feuchten Kehricht. Natürlich werden ein paar unserer Leser mich in diesen Artikel hassen. Andere werden mich in die Verbannung wünschen oder würden mich noch lieber ans Kreuz nageln. Kratzt mich genauso wenig. Warum das so ist, darf ich euch verraten. Ich bin frei und souverän. Ich bin genau das, was den meisten Mitmenschen nicht vergönnt ist. Niemand sagt mir, was ich zu tun oder zu schreiben habe. Darum schreibe ich auch über Dinge, vor denen sich andere sprichwörtlich in die Hose pinkeln. Und so ein Thema möchte ich heute ansprechen, wenn ich hier über unsere migrantischen Freunde aus fernen Kulturkreisen referieren möchte. Ich werde versuchen, alles recht einfach auszuführen, sodass es auch der Dümmste versteht. In der Natur gilt das Recht des Stärkeren, des Größeren, des Gerissenen, desjenigen, der das größte Schwein ist. Wir Menschen glauben uns davon ausgenommen, weil wir angeblich zivilisiert sein wollen. Wir leben nach Gesetzen, wenn wir sie übertreten, werden wir bestraft. Und wir leben nach gesellschaftlichen Normen. Hier können wir mit Ausgrenzung bestraft werden. Etwa dann, wenn man eine abweichende Meinung zu einem Thema hat, kann dieser gesellschaftliche Reflex einsetzen. In der Evolution war es, bevor es Zivilisation und gesellschaftliche Zwänge gab, bei den Menschen genauso wie bei allen anderen Lebewesen auf der Welt auch. Der Stärkere, der Bessere, der Klügere setzte sich durch. Kam ein Fremdling vorbei, wurde der vertrieben. Zum einen aus gesundem Misstrauen, zum anderen musste man die Gemeinschaft schützen, also Frauen, Kinder und Alte. Man wusste nicht, mit welchen Absichten die Fremden kamen und konnte sich keinem Risiko aussetzen. Von Nächstenliebe und Weltoffenheit keine Spur. Leichtsinn und Dummheit kostete eben schnell das Leben. Auf die heutige Zeit umgemünzt bedeutet das, ein gesundes Misstrauen gegenüber Menschen aus anderen Kulturkreisen ist völlig normal. Das ist keine Ausländerfeindlichkeit oder Rechtsradikalität, sondern ein Selbstschutz. Gewisse Dinge stecken evolutionär in uns. Aus denen können wir nicht ausbrechen. Dringen Menschen aus anderen Kulturkreisen in Massen in den europäischen Raum ein, dann stellt das augenblicklich eine Gefahr dar. Dagegen hilft auch keine staatliche Zwangsumerziehung, weil wir nicht aus unseren Genen und den Erfahrungen unserer Vorfahren ausbrechen können. Darwin hatte recht. Auch wenn man die Darwin'sche Evolutionstheorie heute nicht mehr gelten lässt, ist sie aktueller denn je. Es gibt also keinen Grund, sich für etwas zu schämen, worüber man nicht die Macht hat, es zu verändern. Die Gutmenschlichkeit einiger Mitbürger aber ist die eigentliche Krankheit und fördert das Aussterben von Kultur, Tradition und die Jahrhunderten gewachsenen Strukturen. Schlussendlich werden zusätzlich die westlich dekadente Lebensweise und die geringe Fertilitätsrate zum Aussterben des kaukasoiden Menschen führen. Dafür sind wir nicht selbst verantwortlich, denn fänden wir die Bedingungen vor, die wir noch vor 3 bis 4 Jahrzehnten hatten, Stichwort geburtenstarke Jahrgänge, dann wäre die Demografie in der Zukunft eine andere. Das heißt natürlich nicht automatisch, den Menschen, die sich in Not befinden, die Hilfe zu verweigern. Das Problem, welches jetzt gerade zutrifft, ist, es sind schlicht und einfach zu viele Menschen, die auf einmal Europa fluten und ihr Glück hier versuchen wollen. Dabei begann die Völkerwanderung schon um einiges früher und man hätte mit der Wissenschaft gemeinsam die heutige Situation errechnen können. Heute noch schiebt man alles auf die lange Bank. Die Politik hat nur halbherzige Lösungen, die dann zulasten der autochthonen Bevölkerung geht. Hinzu kommt die amerikanische Invasionspolitik, welche den halben Kontinent umspannt und Millionen Flüchtlinge produziert. Lösungen zur Flüchtlingssituation kann ich leider keine anbieten. Aber es ist mir wichtig, über all diese Dinge frei schreiben zu können, solange es noch die Meinungsfreiheit und das freie Wort gibt. Es ist auch wichtig, den Menschen, die mit den Flüchtlingsströmen überfordert sind oder auch Fremde ablehnen, genauso ernst zu nehmen und zu respektieren, wie alle anderen Menschen auch.